Thanks for downloading the demo for Army of Two, the Devil's Cartel. My code name is Alpha. This is my partner, Bravo. We're TWO operatives, and if you see us coming, better take cover. They say that we're not young. I guess I'll be here forever. A step away from the edge. The edge is closer than ever. Skeletons in my closet. I'll never live to regret them. Hang on! Gotcha! Let's show these rookies how it's done. Algo no está bien. Sí, está preocupando. Preocupando. Mantente como un soldado, cabrón. Quita la chingada. Estoy más soldado que tú, güey. Pues entonces compórtate como uno. Vente mucho la chingada. There they are. Stretch the team to base. We got them. Good. Get them out of there. Suit up, gentlemen. Let's go. Und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Angezockt, und zwar von dem neuen Army of Two. Ich musste euch leider gestehen, ich habe die früheren Teile, ich glaube, es sind schon zwei oder so, von Army of Two nicht gespielt, aber ich bin mal positiv gespannt, was jetzt hier auf uns zukommt. Es wird auch wieder nur ein klitzekleines Angezockt werden. Und was mich ja hier, worauf ich ja eigentlich richtig Bock habe, das mal Co-op durchzuzocken, richtig. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es mir holen werde. Ich überlege mir das noch. Aber so Co-op-Action hätte ich schon mal wieder richtig Bock. Aber wir legen mal jetzt hier lieber direkt los und vertrödeln gar keine Zeit. Wie man ja im Trailer schon gesehen hat, oder im Einspieler, das da vorne ist, ich denke mal, Bravo, wie sie spielen Alpha, weil der einen B über den Kopf hat. Gehe ich einfach mal jetzt davon aus. Und ja, wir können uns hier an die Ecken überall so ranlehnen. Er sprintet auch direkt hin, können dann hier schön zielen und natürlich auch anschleichen, dann Nahkampfattacken mit dem Messer machen. Hier Sekundärwerfer haben wir eine schöne Schrotflinte dabei, so wie sie es gehört. Und ja, ich habe schon mal ein bisschen gespielt, macht auf jeden Fall ordentlich Laune. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man nur jetzt Call of Duty und so einen ganzen Kram kennt. Und natürlich hier nicht zu vergessen, die Koop-Einlagen. Man kann sich ja dann auch gegenseitig heilen und helfen und unterstützen. Das ist natürlich auch alles sehr wichtig. Aber das werdet ihr auch gleich noch sehen. Jetzt haben wir da unten erstmal ein paar Gegner. Also er sagt gerade, wir können sie flankieren, aber wir können natürlich auch einfach eine schöne Granate da reinfeuern. Ich glaube, das ist doch viel unterhaltsamer. Wir warten mal, bis die drei da schön beieinander sind. Ach, hier unten steht auch noch eine. Und dann schön Granate rein da. Kaboom! So, der auch weg. Jetzt kommt auch schon gleich die Verstärkung. So, das war's mit denen. Das Auto-Aim ist extrem, man braucht eigentlich nur immer anvisieren und schießen und trifft schon immer. Und hier die Anzeige, die ihr in der Mitte da rechts seht, das heißt so viel wie, wenn die voll ist, können wir so eine Co-op-Action starten und dann geht's richtig ab, sag ich euch. Dann fliegen die Fetzen. Aber erstmal gehen wir hier runter, das sehen wir später auch noch. Und schau hier hin, jumpen. Sind da hinten noch welche? Ich weiß gar nicht genau. Zack, hier rüber. So, das war's mit dir. Und man sieht ja auch, man kriegt für jeden Kill immer so Erfahrungspunkte. Huch. Und dafür kann man sich, glaube ich, später die Waffen aufleveln. Wow, wow, wow. Ah, scheiße, da sind wir auch schon gestorben. Jetzt können wir noch mit der Pistole ein bisschen rumballern. Und hoffen, dass uns unser Kollege genau das tut. Uns wiederbelebt.
Oh, jetzt gehen wir mal lieber hier in Deckung. Man muss schon aufpassen, man stirbt sonst echt, wenn man in die Gegner reinläuft, kann man leider nicht so wie Rambo machen. Man muss schon ein bisschen aufpusseln, wie man so schön sagt. Aufpusseln. So. Stecken wir uns mal hier, da hinten haben wir noch einen. So. Der hier ist schon tot. Boah, der hat er voll weggesinst. So, die sind auch alle weg. Der Raum wäre gesichert. Können wir auch hier mal eine neue Waffe aufnehmen. Und eine schöne AK. Nice. So. Immer hier schön im Block hochlaufen. Die Wände sind auch schön bemalt, so wie sie es gehört. So, mach mal auf die Tür da. So, hallo. Oh, cooles. Ach so, und was geil ist, das zeige ich euch jetzt leider nicht. Wir können auch, die Masken können wir auch alle selbst gestalten. Also man kann die selbst anmalen und so, schon cool. Und jetzt versuchen wir mal hier einen kleinen Stealth-Kill. Mal gucken, ob uns das gelingt. Ha. Komischerweise wurden wir trotzdem entdeckt. Warum auch immer. Aber das soll uns ja nicht weiter stören. So. Die AK haut ordentlich rein. So, was haben wir jetzt hier? Dann gehen wir rüber, Kollege. Keine Räuberleiter gefällig? Und hoch. Wow. Das lief ja nicht so wie geplant. Na, wir müssen Unterstützung geben von hier oben. Alles klar, machen wir doch glatt. Er ist, glaube ich, da unten irgendwo. Ja. Von hier oben haben wir natürlich viel besseren Ausblick. Und können ihn schön unterstützen. Und natürlich auch schön Punkte geiern. Wow. Ach, jetzt kommen hier oben auch noch welche. Dann gehen wir mal lieber doch in Deckung. Granate gefällig, Freunde. Zack. Ah, die Gegner sterben relativ schnell. Das gefällt mir schon mal. Bevor man wieder 5000 Schuss auf jeden schießen muss. Hä? Warum stirbt er nicht? So, weg mit euch. Wir stecken auch ganz schön viel ein. Und jetzt machen wir die Brücke auf hier, Kollege. Ah, zack, zack. Danke. So, eine Granate haben wir noch. So, machen wir hier wieder die Tür auf. Okay. Und natürlich ist das hier das männlichste Spiel der Welt. Was gibt's Männlicheres als zwei Typen mit Masken, die sich einfach durch die ganze Welt ballern? War's das schon hier? Boah, nein, jetzt gerade wo ich am Nachladen bin, kommt er da runter. Da war auch noch einer. Ha! Schön Messer-Action. So, gehen wir mal hier hoch. Laufen wir unseren Teamkollegen hinterher. Er wird schon wissen, wo es lang geht. Wow! So ein fett bewaffneter Typ. So, so viel mit dem. Boah. Ach, jetzt haben wir den Teammodus aktiviert. Jetzt können wir hier einfach durchlaufen und alles niedermetzeln. Zack. Ich glaube, unser Partner hat gerade den Teammodus aktiviert, oder? Also ich habe, glaube ich, nichts gemacht. Aber so, kann er ruhig machen, kann er ruhig machen. So, kommst du? We gonna go. Hier oben rein. Mach mal die Tür auf. Wo bleibst du? Ah, hier können wir so durchsprechen. Okay. Klar. Los geht's.
Jetzt haben wir den Power-Modus aktiviert und zack, weg mit dir. Jetzt geben die Gegner, glaube ich, auch alle Map-Punkte. War zwar jetzt nicht ganz so nötig, aber... Und hier können wir uns jetzt entscheiden, ob wir mit dem Heli fliegen und die Minigun benutzen oder ob wir uns auf dem Boden durchkämpfen. Was machen wir? Bisschen Air Support, würde ich sagen. Also, ran an den Heli. Minigun geladen. Dann flieg mal los, Heli. Nehmt das! Yeah, Minigun Action! Nein, überhitzt! Und weiter geht's! Richtig fett! Die drei da nehmen natürlich auch noch mit. Boah, da hat uns, glaube ich, einer mit einem Raketenwerfer beschossen. Nicht so nice. Boah, ist gar nicht so schwer. Ist gar nicht so schwer, ist gar nicht so einfach. Von dem Heli aus hier gezielt gescheit zu agieren. Aber unser Kollege unten macht natürlich auch noch ordentlich Kills. Deswegen soll das alles kein Problem werden. Jetzt von hinten noch welche. Ah, versuchen sich von hinten anzuschleichen. Können sie gleich bleiben lassen. Schön rumsprayen hier. Yeah. Wie kommen denn hier? Unglaublich. Die beiden natürlich auch noch. So, war's das? Ist das Teil da noch oder was? Yeah, man. Bam. Hier noch schön Kills machen. Yeah. Sprayen for the win. Dann los, geh hoch, du Tank. Geht das gar nicht? Schade. Doch. Bam. Wo sind noch welche? Ah, das ist, glaube ich, unser. Oder? Wow, 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 scheiße! Fuck! Ach du Kacke! Hilfe! Helf mir, wow! Oh, er hat uns zum Glück. Schieß den Piloten ab! Bang, 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 bang. Wo ist er? Geh doch drauf! So Leute, und damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Wenn euch das Game gefallen hat, kauft's euch. Oder sagt mir, ich soll's let's playen, wie ihr wollt. Macht's gut, ich bin raus.